Oh mein Gott, die ist so süß, ich könnte sterben. Ganz männlich, natürlich. Na, ihr da draußen, herzlich willkommen zum absolut männlichen Let's Play. Nur für echte Kerle. Und wir werden uns heute ein Manga-Mädel basteln, ganz für uns alleine, fürs Schlafzimmer. Ich meine natürlich, für den PC. Und wir fangen mal an, wir schauen mal, was war hier so. Ja, vielleicht so eine leichte Sonnenbräune? Oder lieber so ein blasses. Ne, ich würde sagen, so eine Sonnenbräune. Ja, so eine Sonnenbräune gefällt mir sehr gut. So, dann gucken wir jetzt mal hier die Haare. Aha. Aha. Nein. Aha. Okay. Nein. Zu erwachsen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das hier. Dann gucken wir mal weiter. Eieiei, das nenne ich mal eine Haarpracht. Das ist kleine verspielte Zöpfchen. So. Sehr edel, sehr nobel. Nein, das wirkt ja, als ob die viel zu viel Haarspray drin hätte. Das sieht auch nicht schlecht aus, ja? Nein. Oh, Twin Tails! Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir doch einfach mal die Twin Tails. Das hat doch was. So, was haben wir denn hier? Verschiedene Äuglein. Gut, nicht besonders viele verschiedene, aber immerhin. Nein. Nein. Was können wir denn hier machen? Können wir hier mit ihm was... Ach, hiermit können wir die kleiner, größer. Oh, verschieben. Ja, ich würde sagen, dieser leicht verträumte Blick, der ist ganz okay. Das wirkt sehr schön. So, dann gucken wir mal beim Mund, ob wir da nicht so einen richtig schönen... Nein. Nein. Nee, na. So? Nein. Nein. Ich tendiere ja zu einem dieser beiden, oder... Wisst ihr was, wir nehmen das hier. Das ist doch, das wirkt doch. Das Näschen, das muss natürlich ein kleines, süßes Stupsnäschen sein. So vielleicht. Was haben wir hier? Nein. Das sieht aus, als ob die da Popel dran hätte. Geht gar nicht. Okay. Das gefällt mir sehr gut. Nein. Megapopel. Hey, nein, nein, nein. Okay. Wir nehmen das hier. Das wirkt doch. So, was haben wir denn noch? Ohren. Wir können auch noch Ohren machen. Okay. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal solche Spitzenöhrchen. Das wird dann eine kleine Fantasy-Figur. Das erscheint mir doch sehr männlich. Gut, die Augenbrauen sehen wir jetzt sowieso nicht großartig. Was haben wir denn so an Kleidungsstilen? Aha. Aha. Okay. Aha. 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 Wirkt ja alles ein bisschen bieder, nicht wahr? Oh. Okay, das könnte interessant sein. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Und die Farbe, tja, die könnten wir doch rein theoretisch... Huch. Nein, nein, nein. Ich würde sagen so. Und die Sternchen. Ja, so. Das gefällt mir sehr gut. Das wirkt sehr männlich. Ach, süße kleine Schleifchen. Ja, die müssen wir natürlich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ganz klar. Ganz klare Sache. Ich habe wieder so Probleme, mich für eine Farbe zu entscheiden. Ja, ach, das ist doch wieder... Ach, immer diese Auswahl, die man da hat, das ist grausam. Ich würde sagen, wir lassen das einfach so. Vielleicht noch eine große Schleife mit so rein. Aha. Nein. Oh. Oh. Katzenöhrchen. Moment. Dann machen wir das mal eben anders hier. Dann nehmen wir hier nämlich so normale Ohren. Dann haben wir da so ein Katzenmädel. Das, ja, das gefällt mir sehr gut. Das finde ich super. Nein. Verdammt. Ach so, ja klar, natürlich, das war ja, haha, ja, passt sogar von der Hautfarbe her so einigermaßen zusammen. Sehr schön, was haben wir denn hier? BG Background. Ja, ich würde sagen, so eine kleine, bunte Märchenwelt.
Das passt doch sehr gut. Oder vielleicht so einen kleinen, verträumten Kirschbaum im Hintergrund. Nein, ich würde sagen, wir machen das auf männliche Art und Weise und nehmen diese kleine, verträumte, verspielte, bunte Märchenwelt. Die gefällt mir sehr gut. Oh, das war's schon. Damit sind wir schon fertig. Wir haben unser Manga-Mädel fertig gemacht. Ja, so richtig fertig gemacht. Schön, das gefällt mir sehr gut. Gucken, vielleicht haben wir dann... Ja, mal gucken, ob wir nicht hier vorne noch ein bisschen was... Nein. Oh, noch Becher. Ja, so lassen wir das. Das gefällt mir sehr gut. Das hat doch was. Wunderbar. Ich denke mal, da haben wir doch wirklich was Feines hinbekommen. Damit können wir uns auch eine Zeit lang beschäftigen mit so einem Anime-Mädel. Das war's dann für dieses Mal, für diesen Part. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr das so richtig männlich fandet, schreibt es mir in die Kommentare, lasst eine Bewertung da. Wenn ihr das Video oder mich so richtig scheiße oder total unmännlich fandet, dann erzählt all euren Freunden davon, wie scheiße ich bin. Aus der Haus und tschüss.